Hallöchen mal wieder zu unserem ersten Gemeinschaftsprojekt, nämlich dem VW Beetle, dem roten kleinen Käfer, den wir hier mal zusammen angefangen haben zu bauen und ja, doch zusammen ein gutes Stück weit gekommen sind, wie man in dem Modell sieht. So, und zwar, ja, wir werden heute in diesem Video tatsächlich nichts bauen. Hintergrund ist der, wir sind einfach zeitlich zurzeit ein bisschen eingespannt, du mehr als ich, sagen wir jetzt einfach mal, und was natürlich auch die Baulust allgemein angeht, deswegen habe ich mir die Freigabe geholt, ein paar Ausgaben alleine bauen zu dürfen. Die habe ich natürlich nicht auf Video festgehalten, würde ich euch aber, nachdem du noch kurz was gesagt hast, euch kurz zeigen, was in der Zwischenzeit passiert ist, denn ich habe Paket 10 jetzt komplett abgeschlossen. Und wir haben tatsächlich nur noch ein Paket voll mit Kabellage, also das Paket 11 und Kleinteilen und dann noch das Abschlusspaket Nummer 12 im, sage ich jetzt mal, im Lager hier zu meiner Linken liegen. Ja, es folgende, warum er das tatsächlich jetzt ein Stück weit alleine macht, ist, Bastelmodellbau ist nun mal sein Hobby. Es war ganz cool, das mal mit anzufangen, oder ich finde auch das Projekt ändert sich an und für sich ganz cool. Aber bei mir ist so, ich möchte einfach auch gar nicht die Zeit investieren, die der Sebastian in seine Modelle investiert. Und wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen oder oft auch schon gesehen haben, wir haben ja das andere Gemeinschaftsprojekt, das Disney Puppenhaus. Und ich identifiziere mich tatsächlich mehr mit Disney, mit dem Disney Puppenhaus. Das macht mir einfach mehr Spaß mit der Geschichte dahinter, mit den Figuren. Das macht mir einfach tatsächlich mehr Spaß, wie jetzt der Bau von einem alten Auto sozusagen. Und dazu kommt dann noch, dass ich tatsächlich noch ein eigenes Projekt habe mit dem Disney-Kreuzstich, auch wieder Disney, wo mir tatsächlich gerade auch sehr, sehr viel Spaß macht, wo aber tatsächlich zeitlich sind da zwei Hefte genauso aufwendig, wie wenn du, ich glaube, deine halbe Wochenration wegbastelst. Also das ist tatsächlich vom Zeitaufwand pro Bild auf jeden Fall brauche ich, weil ich das ja nicht den ganzen Tag machen kann, 2-3 Tage, bis ein Bild fertig ist. Und da wird es danach zeitlich einfach eng, noch mehr zu machen. Das möchte ich dann teilweise einfach auch nicht, sondern habe dann auch wirklich einfach auch mal gern ein bisschen Zeit dann für andere Sachen, weil mein Hobby nicht nur oder eigentlich kein Modellbau im klassischen Sinn ist. Deshalb werden wir zusammen weiter das Disney-Puppenhaus machen. Genau. Und beim Käfer mal gucken, ob ich bei der Ausgabe 12, Päckchen 12 vielleicht nochmal mithelfe, dass wir vielleicht den Abschluss zusammen wieder hinkriegen. Aber jetzt tatsächlich, wenn es auch so um Kabelgedöns geht, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend. Ja, dann würde ich euch gerade mal eben ein Stück näher holen und euch kurz zeigen, was in der Zwischenzeit vom letzten Video bis jetzt stand aktuell hier auf dem Tisch passiert ist. Es ist nicht viel, aber ein bisschen was und ja, kann ein paar Worte dazu verlieren, denn ich sehe gerade schon, ein paar Sachen gefallen mir nicht so, wie sie von der Bauanleitung her angeraten wurden. Da werde ich noch mal ein bisschen nachhelfen bzw. das ganze Problem anders lösen. Ja, als erstes haben wir einmal ein Armaturenbrett. Dieses wurde... Wolltest du ihn nicht gerade wieder ranholen? Ja, ich zeige es einmal groß und ganz und dann kommt er ein Stück näher. Also, einmal ein Armaturenbrett. Und dann wurde die Karosse, die hatten wir ja zusammen bis zu diesem Abschnitt hier zusammengebaut. Und ich habe genau an diesem Punkt angeknüpft, an dem die beiden rechten oder der rechte und der linke Kotflügel hier an das vordere Chassis eingesetzt wurden. Dann wurde das Chassis zusammengesetzt, es wurden die Türen eingebaut und auch die Rückleuchten. Ich sollte und die, mal die Scheiben putzen. Die Vorderleuchten, die LED-Kabel eingehangen. Und da zeige ich euch gleich in der Aufnahme nochmal was, was ich eben meinte mit dem Problem. Und als letztes wurde die vordere und die hintere Stoßstange montiert. So, dann schauen wir uns nochmal das Armaturenbrett im Detail an. So sieht das gute Stück jetzt aus. Haben auch hier ein aufklappbares Fach mit Innenleben so Filz ausstaffiert. Dann hier ein Radio, also die Knöpfe hier sind alle ohne Funktion, also da müssen wir schauen,
inwieweit das später mit der ganzen Elektronik gesteuert wird. Genau, dann gibt es hier einmal vorne dieses Fach. Das ist jetzt nur eins der letzten Bauteile, mit denen man noch nichts gemacht hat. Das kommt auf jeden Fall hier vorne in Funktion des Kofferraums bzw. für das Ersatzrad hier später so drauf. Und dann können wir uns noch den Teil der Karosse anschauen, wo ich eben meinte, das ist jetzt nicht so der Brüller gewesen. Also, Türen wurden eingebaut. Erstes Problem, was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Türen mit kleinen Metallbolzen von außen in die Scharniere eingestoßen werden. Und diese muss man mit einer Zange oder ähnlichem reindrücken. Was dabei passieren kann, entweder man zerkratzt sich die Tür, was mir zum Glück nicht passiert ist. Aber was passiert ist, man sieht es hier an dieser Stelle, ist der Lack vom Scharnier weggeplatzt, weil er halt wahrscheinlich einfach auch schon zu alt ist oder das Material ein bisschen korrodiert ist. Keine Ahnung. So, dann haben wir Fußleisten auf beider Seiten drin. Und das zweite Problem, was ich ansprechen möchte, wo ich gesagt habe, das kann ich noch ändern, ist die Verklebung von den Kabeln. Diese Kabel sind hier mit Foto-Ads-Teilen, die auf der einen Seite einen Klebestreifen haben. Die soll man als erstes quasi hier so einkleben und dann wird das Kabel darüber gelegt und anschließend die Klammer zugeklammert und ja, ihr seht schon, was da passiert. Das ist halt nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich werde hier tatsächlich das Kabel nachher mit gefaserten Klebeband ankleben, weil das hält halt dann am Ende wirklich, ne? Und ja, das zieht sich halt von hinten von den Heckleuchten, die ich übrigens auch an der Karosserie festkleben musste, weil sie nicht stecken geblieben sind, sondern die sind jedes Mal unter Spannung wieder rausgerutscht. Die vorderen halten bis jetzt zum Glück. Und ja, somit seid ihr mal auf dem aktuellen Stand. So, ich hoffe natürlich, ihr habt für unsere Entscheidung Verständnis. Für mich ist es jetzt, ja okay, ich habe jetzt eins, wo ich ein bisschen mehr was weiterbauen kann, ohne dass es jetzt die ganze Zeit im Regal wartet und halt das, ja, in der Hoffnung, oder wenn ich halt immer frage, okay, hast du heute Lust, wollen wir was machen, ne? Und da würde ich tatsächlich unsere Zusammenarbeit, so wie wir es beenden bis jetzt haben, auf das Disney-Puppenhaus beschränken, weil das macht uns wirklich beiden zusammen Spaß. Ja, für mich ist es halt immer, wie sage ich es jetzt am besten, so ein Auto ist halt, wenn man es halt wirklich zum ersten Mal macht, ist es halt wirklich eine Herausforderung, weil du halt einfach diverse Arbeitsschritte nicht kennst. Und wenn du dann halt jemanden neben dir sitzen hast, der hat schon viele solche Modelle gebaut oder hat einfach Erfahrung, und ich könnte es mir jetzt nicht anders vorstellen, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre und du erklärst mir jetzt was und ich verstehe gar nicht, was du jetzt eigentlich von mir willst. So nach dem Motto, dreh die Schraube doch oder halt das Teil so rum und dreh die Schraube da rein. Ja. Da gibt es viele Schraublöcher, ne? So, also jetzt leicht verständlich gesagt. Das finde ich eigentlich gar nicht so das Problem. Was für mich manchmal eher das Problem war, dass bei dem Modell, das wissen auch einige, nicht alles genau so passt, wie es beschrieben ist. Und wenn es dann beschrieben ist und ich dann denke, okay, das verstehe ich, aber es passt nicht und er mir dann versucht zu erklären, wie es besser funktioniert und ich das dann halt einfach nicht verstehe, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Das ist teilweise eher die größere Herausforderung, weil einfach einige Sachen hier nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Ja. Deswegen unsere Entscheidung für dieses Modell. Es wird zu Ende gebaut auf jeden Fall, aber ich werde die nächsten Schritte übernehmen und du kommst einfach dann Richtung Zielgerade nochmal dazu, dass wir das gute Stück hier zu einem ordentlichen Abschluss bringen. Nochmal ordentlich Spaß vor der Kamera für euch bringen. Einschaltquoten erhöhen. Wie war das der eine Spruch, wo ich dich gestern auf einer Social Media Plattform markiert habe? Immer wenn mein Partner mir erklären möchte, wie es besser geht, habe ich das Gefühl, mit ihm diskutieren zu müssen. Genau. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video rein informativ etwas weiter geholfen hat, wie es ja mit unserem roten kleinen Käfer weitergeht. Also nochmal als kurze Zusammenfassung, ich baue das Auto weiter bis kurz vor Ende und zum Ende werden wir das ganze Ding nochmal beide hier über die Zielgerade bringen und dann
passt der Käfer hoffentlich irgendwo im Haushalt in ein Plätzchen, was ihm gefällt. In dem Sinne sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.